hast du denn Spannendes im Internet für mich? Ja, wie gesagt, es gibt diese total lustige Seite mundraub.org. Da kann man, so wilde Obstbäume sind da überall verlinkt, also so Kirschen, Birnen, Äpfel, alles so getrennt. Und da kann man dann hingehen und die pflücken. Sonst noch was? Ja, es gibt so lustige Seiten vom neuseeländischen Naturschutzbund. Da gibt es die Vögel, da haben alle so witzige Seiten. Da gibt es jetzt Namen und da gibt es zum Beispiel den Kakapo. Da gibt es die Seite kakaporecovery.com. Das gibt es nämlich irgendwie nur noch 100 Vögel oder sowas. Die haben alle einen Namen und da wird immer so schön die ganze Familiengeschichte von denen erzählt. Das ist eigentlich ziemlich witzig für Leute, die keine Hobbys haben. Und So is there a special webpage that you consider to be interesting? Yeah, slate.fr or .com. Mm-hmm. And it's a web magazine about news and culture. And you can read article from many US newspapers. Mm-hmm. Yes, oh, okay. And it's translated in French. So for me, it's a good website. And you are from? Paris. Paris, okay. And you came to Cologne to watch the gay games, you said? Yeah. Can you explain just real quick what it's all about, the gay games? It's an event, a gay event, with sports and culture, and it's just to celebrate life, yeah. Spannende Internetseite von dir für mich? Spannend ist Vinny Colaiuta auf YouTube. Das ist ein sehr guter Drummer, den ich sehr empfehlen kann. Gibt es da so eine Art Tutorial oder ist das wirklich Auftritte, die man sich anschaut von ihm? Also Vinny Colaiuta an sich ist jetzt kein Drummer, der jetzt da Tutorials gibt. Ich kann Mike Johnston sehr empfehlen, ein ganz berühmter Drum-Coach, der auch übers Internet versucht, da so eine Community aufzubauen, sagen wir mal. Rhythmus in die Welt zu bringen. Richtig. Im Moment bin ich sehr auf der Trommelschiene, aber in meiner Band spiele ich schon Gitarre und singe auch. Und eure Band hat doch bestimmt auch eine Homepage. Ja, hat sie. StereoOverhead.de mit Bindestrich. Okay, was macht ihr für Musik? Wir machen so einen ganz wilden Mischmasch aus Fusion, Rock, Pop so. Köln ist eine wahnsinnig internationale Stadt diese Woche. Ja. Total. Total. Warum seid ihr hier in Köln? Ja, wir waren in Berlin, haben letzte Woche hier in Köln gespielt und deshalb sind wir wieder zurückgekommen, weil wir schöne Läden sahen hier. Schöne Läden? Ja. Damit hast du jetzt auch einen total wunderschönen Übergang dazu geschaffen, was ihr für eine Homepage präsentieren wollt. Ja, unsere Homepage eigentlich von der Band, also rührwerk.ch. Wir haben eigentlich letztes Wochenende unsere Style-Bezeichnung gefunden, weil einer meinte, das sei Mindfuck-Mucke. Es ist Gitarrenrock ohne Gitarren. Sonst noch was? Ja, im Netz gibt's einen Blog, der heißt Looks Like Good Design. Ein paar echt geile Künstler, die Illustrationen machen, aber auch große Zeichnungen. Es gibt ganz verschiedene Sachen, Tische und Stühle und Bilder, alles. Do you have anything interesting on the net that you want to share with me? I found a website called Sickopedia. Okay. Has many different hilarious quotes. Some of them are a bit rude, but you don't have to go to those topics. You can add your own quote and or funny sayings. So, yeah, people should look into it. And something else? I'm here to support the gay games. Oh, okay. Yeah. My sister's playing, so. Wow. What sports? Football. Soccer, football. So you play soccer? Yeah. Okay. So now you have to come in the picture. Okay. You play soccer. Is it only girls or is it girls, guys mixed? Only girls in our competition. What's the name of your football team? The Flying Bats Football Club. The president of the club is also coming here. She'll be very excited that you show that. Spannende Sachen im Internet. Was hättest du denn da für mich? Ja, also mein Tipp wäre Academic Earth. Academic Earth ist ein Videoportal und dort werden gezeigt Vorlesungen aus internationalen Universitäten und es ist vor allem für Leute, die sich gerne in bestimmte Themen einarbeiten wollen und die können halt ganze Vorlesungsreihen auf Academic Earth verfolgen. Ne? Mein Traum wäre es immer, ein professioneller Sprecher zu werden. Ein Sprecher? Ja, ein Sprecher zu werden, also so ein Motivationssprecher. Also ganz große Vorbilder sind ja Tony Robbins zum Beispiel. Ach so. Oder sowas finde ich toll, was finde ich beeindruckend, wie jemand halt Menschen dazu veranlasst, über ihr Leben nachzudenken, über die Möglichkeiten, die das Leben bietet. Machst du schon so ein bisschen in die Richtung? Machst du schon sowas? Ich habe mal damit angefangen. Also ich habe mal eine Zeit lang bin ich zu Toastmasters gegangen. Toastmasters ist ein Verein, in dem geübt wird, Freiheit von Menschen zu sprechen. Man bereitet eine kurze Rede vor und trägt die dann vor. Man bekommt dann auch sehr liebevolles Feedback. Wer sich in Köln dafür interessiert, sollte einfach googeln die Rheinredner oder Toastmasters Köln. Ich habe hier zwei sehr charmante junge Menschen gefunden, die interessante, guck mal, wie muggelig das hier ist, das ist alles so schön, die interessante Dinge im Internet in Holland gefunden haben. Zum Beispiel. Hives.nl. Das ist etwas wie Facebook. Okay. Und Jeffree Star. Jeffree Star ist was? Yeah.
Das ist eine Internet-Pop-Idol. Er ist ein Mann, aber er hat pinke Haare und er ist so arrogant. Du musst, du sollst und du musst die Tracks anhören. But you know something else, you said. Yes, it's Party Peeps. .nl. Yes, Party Peeps is it's very popular in Holland. What is it? It's for young people that you can share your pictures. You can share everything you want. It's really cool. You can search there for every parties in whole Holland. And you said Sierra? Yes, Sierra. What's that? She's an artist. She's a songer, singer. Okay. And yes. Yeah, she's very great. She's very hot. What does she do? What kind of music does she do? More R&B, hip-hop, and some kind of slow jams. She has very good sex music. What is sex music? Sex music. You can have very good sex on that music. I thought something like that. Easy. Very easy. Und da gibt auch noch eine sehr gute Artist aus Deutschland. Und zwar? Kitty Cat. Nochmal. Kitty Cat. Von Agro Berlin mit Sido, sie singt die Kitty Cat. Ah, okay, okay. Das findest du gut? Yeah. Mein voller Handy ist aufgeladen mit den Tracks von Kitty Cat. Ich liebe es. So, Freunde, und wer jetzt noch kein Holland-Fan ist, der ist auch selber schuld, ne? Dankeschön. You love Amsterdam? Yeah, I love Amsterdam. Yes, it's very nice. Ah, I love you Amsterdam. Can smoke marijuana wherever you want. No way. Bad trip now. From yesterday, I'm in a bad trip. You're in a bad trip? I don't want to see how you are when you're in a good trip, though.